Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen Video. Für Narzissten ist nichts genug, was du tust. Was heißt das? Das heißt, egal wie viel Aufmerksamkeit du ihnen gibst, egal wie viel Anerkennung du ihnen gibst, egal wie oft du ihnen sagst, wie toll sie sind, sie verlangen immer mehr. Es sind Vampire. Narzisstische und toxische Menschen sind wie Energievampire. Wer das noch nicht verstanden hat, weil ich einen Kommentar gelesen habe, wo eine das nicht verstanden hat, was ich damit gemeint habe. Sie rauben anderen Menschen ihre Energie, ihre Power aus, indem sie sie klein machen, indem sie sie beleidigen, indem sie sie, egal wie, verunsichern, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist von Grund auf toxisch, aber das ist, wie diese Menschen vorgehen. Sie wollen andere Menschen beleidigen, extra, um ihre Aufmerksamkeit vielleicht zu bekommen, damit es zu einem Streit kommt, damit sie wieder, weil Narzissten gut darin sind, wie wir wissen, zu diskutieren. Sie sind meiner Meinung nach die Besten darin zu diskutieren. Deswegen ist es sinnlos, mit einem Narzissten zu diskutieren oder einen Meinungsaustausch zu haben, weil diese Menschen haben keine Meinung, meiner Meinung nach. Sie vertreten nur eine Meinung und das ist, gegen andere zu sein, gegen dich zu sein. Gegen dich zu sein. Wenn du Meinung links hast, gehen sie extra rechts. Wenn du Meinung rechts hast, gehen sie Meinung links, nur um gegen dich zu sein. Deswegen sag ich, sie haben nie eine wirkliche Meinung. Sie mögen es einfach nur zu diskutieren. Sie wollen einfach nur Recht haben und einfach nur diskutieren. Das waren die Haferflocken. Stecken mir jetzt im Hals. Nein, deswegen mit einem Narzissten zu diskutieren. Oder generell einen Meinungsaustausch zu haben oder generell zu kommunizieren, ist schon kopfschmerzbereitend, weil du dich jedes Mal verteidigen musst und immer wieder ducken musst und decken und tauchen, wie im Boxen. Das ist wie im Boxfight, alles wird gegen dich verwendet, jeder Schlag kommt zurück und du fühlst dich ständig wie unter Attacke und deswegen, für sie ist nichts genug, auch wenn sie dich sehen, du bist frustriert, du bist verängstigt, du bist komplett im Arsch, du bist komplett kaputt. Das ist nicht genug für sie. Sie wollen dich noch mehr zerstören. Sie wollen noch mehr aus dir rausziehen, bis du irgendwann diesen Moment erreicht hast, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder nicht mehr mit mir, wie auch immer dein Moment ist, dein Punkt ist, wo du dir sagst, ich lasse das nicht mehr mit mir tun. Dann werden sie eventuell aufhören, weil sie dann merken, sie können nichts mehr aus dir rausziehen. Sie bekommen keine Aufmerksamkeit mehr. Das ist, wie du Narzissten töten kannst. Also nicht jetzt wirklich töten im Sinne von Tod. Töten im Sinne von, dann lassen sie dich eventuell in Ruhe, wenn du komplett die Aufmerksamkeit wegziehst, die Emotionen wegziehst. Wenn du ihnen nichts mehr gibst, weil das ist, was sie wollen. Sie wollen Emotionen, sie wollen deine Empathie, sie wollen deine Energie, das sind wie Vampire. Deswegen, die saugen dich komplett aus, bis du irgendwann genug hast oder bis du nichts mehr zum Saugen hast, bis du nichts mehr zum Geben hast und dann gehen sie zum nächsten Opfer. Deswegen, für Narzissten ist nie etwas genug. Ich will dich nur hier beschützen und sagen, wenn du immer das Verlangen hast, du musst dich verteidigen, du musst immer was dagegen sagen, weil das war auch lange bei mir so drin, dass ich mich immer verteidigen muss, weil mich niemand verteidigt hat und ich musste mich immer selbst verteidigen, was mich wahrscheinlich auch zum Kampfsport geführt hat. Ja, dann habe ich mit der Zeit gemerkt, wie unnötig das Ganze ist, immer wieder und immer wieder und immer wieder auf den Streit einzugehen. Dann habe einfach gemerkt, das Beste ist, es einfach zu ignorieren bei diesen toxischen Menschen. Ich sage dir nicht, ignoriere jetzt alles, sei nur noch positiv. Nein, aber wenn ein Mensch kommt, der Stress verursacht, geh am besten diesem Stress aus dem Weg. Gerade wenn du eh schon sehr viel mentalen Stress
von dir, von der Arbeit, von was auch immer, finanziell oder sonst irgendwas hast, du hast nicht noch verdient, dass jemand kommt und dir noch mehr mentalen Stress gibt, indem er wie ein Aufmerksamkeitsjunkie kommt und mit dir Stress anfangen will. Nur weil er Stress will. Ich kann es nicht besser beschreiben. Diese Menschen wollen einfach nur Stress machen, weil sie Stress machen wollen. Andere Menschen, normale Menschen, wenn sie in Stress geraten, sie fangen den Stress nicht an, oder wenn sie den Stress anfangen, dann hat es auch einen Grund. Dann verteidigen sie vielleicht ihr Recht oder wurden vielleicht irgendwo verarscht und sagen, ey, nein, so und so, bla bla. Das ist ein normaler Mensch, aber diese toxischen Menschen suchen sich gezielt ihre Opfer aus, bei denen sie Stress verursachen können, bei denen sie diesen Chaos verursachen können. Deswegen, und es wird nie genug für sie sein, bis du endlich erkannt hast, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich lasse es nicht mehr zu. Und ab diesem Zeitpunkt wirst du uninteressant. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen mit diesem Video. Ich versuche den Content weiterzuhalten, um weiter Menschen aufzuklären in dieser Schiene, weil es für meiner Meinung nach sehr wichtig ist, dass gerade auch junge Menschen verstehen, warum sie vielleicht gebullied werden, also verarscht werden in der Schule oder sonst irgendwo auf der Arbeit oder generell von ihrer Familie, warum Menschen andere Menschen mobben und was weiß ich alles. Ich will einfach hier Menschen aufklären. Deswegen in diesem Sinne, wenn dir dieser Content gefällt, schalt weiterhin ein. Kannst gerne auch abonnieren, liken, teilen, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's mit Soul Channel. Peace out.